Ja, und gleich nach dem, na sagen wir mal, kleinen Debakel mit dem Idris-Event, was gerade ausgelaufen ist, haut CIG ein weiteres Glanzstück raus. Und diesmal muss man mal sagen, ich weiß gar nicht, ob ein positives Glanzstück oder ein unbeabsichtigtes, aber auf jeden Fall ein Glanzstück. Ich darf euch mal ganz kurz ins Forum von Star Citizen entführen, ins Spektrum. Danke an der Stelle an den guten Siruk, der hat das Ganze nämlich gefunden, beziehungsweise als erstes an mich weitergeleitet. Und zwar, wenn man da sich im Forum bewegt, dann hat man ja hier die verschiedenen Forum-Kategorien und da hat man dann hier auch irgendwo die Kategorie bei Live-Discussion and Feedback. Fokus-Testing. Und da ging, ich glaube, heute Nacht, lass mal kurz gucken. Ja, da ging vor 15 Stunden, also heute Nacht, naja, gestern Abend, folgender Bericht raus, da steht zwar Evocati drüber, aber es ist nicht rein an die Evocatis, das kann also jeder lesen, der einen Forumzugang hat. Und wenn man da drauf guckt, dann findet man folgendes: Playtest has now ended. Also der Test hat jetzt, der war zu Ende. Und danke an alle, die mit uns heute Nacht getestet haben. Da fragt man sich, was haben sie denn getestet? Hallo Evocato-Testers, ich übersetze mal. We have a very special, wir haben etwas sehr Spezielles für euch, etwas, das das Universum stark verändern wird und was mit Server-Meshing zu tun hat. Ich versuche mal frei zu übersetzen, ich bin kein Englisch-Translator, aber wir können ja mal gucken hier. Heute stellen wir euch ein Bild vor, also ein Serverbild, der aus zwei Charts, also mit zwei Servern besteht, und zwar einen, der Stanton beinhaltet und einen, der Pyro beinhaltet. You were able to choose which location to go to and we know you all love to see Pyro again, but we would like to have a healthy mix. Also wir sagen, ja, ihr wollt alle natürlich nach Pyro zurück, aber bitte verteilt euch gleichmäßig auf Pyro und Stanton. Ich frage mich, wie die Tester das machen sollen. Die können sich ja unter anderem nicht großflächig absprechen. Ich gehe nach Pyro, okay, dann gehe ich nach Stanton. Egal. Das ist halt ein netter. Sie wollen halt, dass sich die Leute verteilen. Und dabei wollen sie dann Daten sammeln. Also wir haben das erste Mal einen Server laufen mit zwei Charts, nämlich mit Pyro und Stanton. Und jetzt kommt die genialste Ankündigung ever. Die steht da unten drunter. Do not use the Jump Gates. Das finde ich wahnsinnig geil. Moment, wir möchten hier eine Warnung aussprechen wegen der Sprungpunkte. Es gibt derzeit einen Bug, der den kompletten Server zusammenbrechen lassen wird, wenn irgendjemand den Jumppunkt benutzt. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass sie die Funktionalität der Jump Points tatsächlich eingebaut haben. Wahrscheinlich sogar mit der Absicht, dass da ein Teil des Tests drauflaufen sollte, dass man von Stanton nach Pyro oder von Pyro nach Stanton springen soll, ja? Und dann müssen sie hier erstmal eine Warnung raushauen. Bitte, bitte benutzt nicht die Jump Gates, weil es bringt die Server zum Absturz. Finde ich cool. Also, hier, wir können ja den Rest nochmal kurz durchgehen. Evocati ist klar, es geht also an Evocati, das heißt, wir sind nicht da eingeladen. Es soll getestet werden, das Static Server Meshing. Und zwar Stanton und Pyro. Und natürlich die Server Crash Recovery, die ist ja auch drin, die war ja vorher schon drin. Allgemeines Gameplay, Interaction Delay Reproduction, also sagen wir mal so Allgemeines, ne? Der Build ist 3.22, der sagt eigentlich nichts aus, ne? US Servers Only, also wie gesagt, das ist für uns nicht interessant, weil waren ja nicht dabei. 4 Stunden Playtest war die ganze Sache angesetzt. Einige Evocati haben da, glaube ich, auch gar nicht mitgekriegt, dass sowas gibt. War mal ganz kurz über Nacht. Und Known Issues haben wir da. Was haben wir da? Outpost Settlements, ja. Server Crash Recovery is enabled to not all Gameplay Systems will. Ah, das ist relativ. Da ist der interessante Punkt. While the Stanton Pyro Jump Points are present in the build, they are not functional and attempting to use it may result in graphical anomalies. Also, keine Ahnung, grafische Fehler gibt es dann wohl. Aber auf jeden Fall sind eingebaut, was irgendwie cool ist. Vehicle is placeholder. Ja, das ist auch okay. Aber das hauen die mal so ganz nebenbei, ja? Das heißt, sie haben irgendwo da draußen für die Evocati einen funktionierenden Server-Meshing-Test gehabt mit funktionierendem oder nicht funktionierenden Pyro-Stanton-Jump-Points. Finde ich absolut genial. Das heißt wirklich, dass die Sache vielleicht nicht direkt vor der Tür, aber dass sie demnächst kommt, ja? Finde ich cool. So, als zweites gibt's das hier. Wo ist die Überschrift?
Egal, die Überschrift ist natürlich, ich gehe nochmal kurz auf die Homepage, dann sehen wir es besser. Die Überschrift ist natürlich Jumptown 2.1. Und das schreit natürlich wieder nach dem pazifistischen Doktor. Ne? So, zu Jumptown 2.1, da haben wir hier eine Menge New Locations, wobei 2.1 ja schon mal lief. Ne? New Locations, also neue Orte. Was haben wir noch? Multiple Points of, ja, dann wird hier so ein bisschen Werbung gemacht, da können wir mal drüber hinwegsehen. Und was für euch natürlich interessant ist, wie man rankommt, accept the missions, also ihr geht ins Mobiglas, nimmt die Priority Mission an, da steht Confiscate Contraband, also Drogen konfiszieren und dann bringt er die zurück zum Labor. Oder aber, ich glaube nach Grim Hex geht's auch. So, grab the Contraband, die sind halt in diesen Dingern drin, und dann kann man sich da eine goldene Nase verdienen, wenn man nicht von anderen Spielern, Vorsicht, das ist ein PvP-Event, wenn man nicht von anderen Spielern erschossen wird. So, weil um diese Drogen wird natürlich hart gekämpft. Da haben wir die Termine. Im Prinzip kann man, glaube ich, sagen, vom 27., also von vor anderthalb Tagen, bis zum 11. März so gut wie durchgängig, oder? Lass mal kurz gucken. 15 Stunden läuft das jedes Mal und dann haben wir hier 15 Stunden von 8. Naja, mit so einer kleinen Pause, glaube ich, oder? Oder ist das? Naja, auf jeden Fall relativ durchgehend. Ne? Jumptown und dann haben wir hier natürlich CIG-mäßig das eingeblendete Schiffsangebot. Die 1A1 Spirit kann man kaufen, die eignet sich wunderbar zum Drogentransport. Schön klein und hat einen Traktorstrahl. Die A2 Hercules eignet sich wunderbar, um Jumptown auszuradieren und danach die Drogen transportieren, sprich Stichwort Bömpchen. Dann haben wir die Ballista, die kann irgendwie versuchen, die A2 abzuwehren, bevor sie ihre Bombe abwirft, wird es aber nicht schaffen. Die C1 Spirit, Moment, Entschuldigung, die A1 Spirit eignet sich natürlich nicht nur, um Drogen abzutransportieren, sondern um auch Jumptown auszuradieren, weil die hat ja auch Bomben. Die C1 Spirit ist ein wunderbarer Drogentransporter, die C2 Hercules ein Drogen- und Fahrzeugtransporter. Das ist was für mich, damit re rette ich die Leute, das machen wir gleich. Die Centurion auch ein wunderbarer Point Defense, ein Point Defense Vehicle, um Jumptown abzutransportieren. Und das, ich würde mal sagen, das Drogen Transportvehikel schlechthin, die Corsair, ist natürlich auch dabei. Der Klassiker unter den Piratenschiffen, Cutlass Black. Ah, hiermit kann man die A2 wegpusten, haben wir einen kleinen Bomber. Und da haben wir einen klassischen Kämpfer. Noch einen klassischen Kämpfer. Noch einen klassischen Kämpfer in 1000 Ausführungen. Die Meta unter den derzeitigen. Und den sieht man relativ selten bei Jumptown, aber man sieht ihn. Den Nova Tank, auch sehr cool. Ist ja ein Bodenkampf. Prowler als Dropship für Landeunternehmen und natürlich auch als Drogentransporter, auch machbar. Spartan habe ich da ehrlich gesagt noch nie gesehen, weil das ist ein Truppentransporter. Oh, ja, der Storm, der dürfte vielleicht dieses Mal das auch das erste Mal dabei sein, in seinen beiden Ausführungen. Also eine Menge Schiffe, die durchaus wirklich, also da muss man sagen, da haben sie nicht einfach nur hier, wir wollen was verkaufen, reingeknallt, sondern sie haben wirklich gesagt, hier, guck mal, das ist sinnvoll für Jumptown. Ich würde sagen, jedes dieser Dinger ist sinnvoll für Jumptown, bis auf die Spartan, wie gesagt, da bin ich mir nicht so sicher. Wofür die im Moment überhaupt sinnvoll ist. Und als besonderes Angebot gibt es die Möglichkeit, auf die Anvil Ballista, also auf den Bodenraketenwerfer, und oder auf die A1 Spirit, also den leichten Bomber, abzugraden. Ja, und dann würde ich mal sagen, genug hier von der Homepage gefaselt. Wir gehen mal hier rein und gucken als allererstes, ist das Event gerade aktiv? Das habe ich natürlich überhaupt nicht. Was ist das hier? Wer will was von mir? Flash Eyes One, add to friend. Ich kenne dich gar nicht. Ich nehme Freundschaftsanfragen generell erstmal nicht an, wenn ich die Leute überhaupt nicht kenne. Wenn ich mich dran, nicht daran erinnern kann, dann tut es mir leid. Aber wer weiß, vielleicht will er mich stalken. Vielleicht will er in mein Real Life rein. Wer weiß das schon? So, das Erste, was wir machen, ist, wir gucken nach, ob das Ding. Es ist nicht aktiv. Doch, da unten ist es. Confiscate Contraband. So, das heißt, ich weiß nicht, ob wir da heute noch hinkommen. Also in dieser. Ja. Aber wir müssen uns sowieso erstmal ausstatten, weil wir sind ja nicht der hier. Wenn ich so aufschlage, dann erschießen sie mich sofort, weil wir sind ja der Doktor. Und der Doktor, der wird natürlich in entsprechenden Klamotten rumlaufen. Lasst euch von dem da im Hintergrund nicht stören, der quasselt uns ein bisschen die Hücke voll. Was wir als erstes mal machen, ist, wir gehen in die Galerie und kaufen uns
von unserem mannigfaltigen Geld erstmal tonnenweise. Wir machen den Doktor, ihr wisst, was ich meine. Ja. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, ob es da hoffentlich hier auf Seraphim Station, da bin ich nämlich gerade, ob es hier hoffentlich einen Verkäufer für Klamotten gibt. Ich laufe hier gerade irgendwie so im Kreis, kann das sein? Ist das hier die Fresslounge oder was? Ich glaube, ich bin hier in der Fresslounge. Nahrungsmittel müssen wir uns aber sowieso auch noch kaufen. Juicy Bar, Noodles, Burrito. Ich glaube, ich bin hier in der Fressmeile. Wir müssen nochmal zurück. Ich finde das aber so genial, dass mit der kleinen winzigen Ankündigung, hey, wir haben heute einen Evocati-Test gemacht. Und da haben wir Pyro und Stanton auf einem Server laufen lassen. Die Jump-Points funktionieren halt noch nicht. Da gibt es einen Graphical-Glitch. Aber ehrlich gesagt, wenn es ein Graphical-Glitch ist oder ein Serverabschluss, ich denke mal nicht. Ich denke mal, das lässt sich noch irgendwie beheben. Manek will... Haben die hier keine Klamotten? Ich meine, ich könnte auch aufs Cargo-Deck gehen, aber ich brauche ja eigentlich nur einen Rucksack und einen weißen... Ah, hier sind wir richtig. Ein Rucksack? Nee, hier sind wir nicht richtig. Du bist der Doktor und nicht der Metzler. Das auch nicht. So. Hier gibt es Schiffwaffen. Fürchte. Ja, hier gibt es normale Klamotten. Die taugen nur auch nichts, weil... Hier, oder? Ja, hier sind wir richtig. Okay. So, wir kaufen ein. Und zwar brauchen wir als der Doktor was möglichst harmlos aussehendes. Undersuit. Erstmal einen schönen... Hier, so einen weißen Undersuit. Schneeweiß wäre mir am liebsten. Das ist aber vollkommen ausreichend hier. So. Okay, einen Helm brauchen wir natürlich auch dazu passend. Ich werde mir absichtlich keine Rüstung anlegen, weil, wie gesagt, die Leute wollen ja irgendeinen weißen Helm. Ist der gut? Dreh dich doch mal um. Ach komm, der wird es schon tun. So. Und dann brauchen wir einen Rucksack. A Rucksack. Wenn wir Pech haben, müssen wir den Rucksack, ne, da haben wir. Sind das alles für hier? Der da ist, glaube ich, der sinnvollste. Auch schön in Gelb gehalten. So schön die Signalfarben. So, hallo, ich bin da, ich bin harmlos. So. Das hätten wir. Das soll uns erstmal reichen. Wir kleiden uns erstmal ein. Dafür packen wir den ganzen Krempel, den ich hier gerade anhabe, auf. Packen wir den ganzen Krempel, den ich anhabe, auf. Move all. Okay. Auf die Station hier. Die Pistole natürlich auch. Die werden wir nicht brauchen. Ich werde wirklich absichtlich überhaupt keine Waffen bei mir tragen. Ihr kennt das, ne? Wenn ich den Doktor mache. So. Ich bin der Doktor. Insofern sehe ich, glaube ich, so ganz gut aus. Ach, das kann man. Man kann keine... Ja, okay. Dann werden wir uns wohl oder übel... Den Rucksack, der geht natürlich nicht, wenn man keine Rüstung anhat. Dann werden wir uns wohl oder übel ein Torso holen müssen. Und zwar natürlich vielleicht in Rot, aber einen leichten. Einen leichten in Rot. Ja, das ist eine. Haben wir was Leichtes hier? Hier sowas, ne? Ja, habt ihr das auch in Rot? Ne, haben sie nicht. Ich nehme aber auch hier Sienna. Zeig mal. Ja, komm, nehmen wir das. Geht als Rot durch. Sienna. So, wir ziehen uns mal kurz diesen Torso an, damit wir ihn nicht finden. Wo ist er hin? Habe ich den nicht gekauft? Warte mal, geh mal kurz auf Armor. Irgendwie habe ich ihn hier gekauft. Und dann legen wir mal... komm jetzt nochmal, zack. Imperial Red. Ach, die kann man auch, machen wir das so hier. So. Und
Und so. Dann ganz in Rot. Dann machen wir es ganz schön. So, Imperial Red. Und da haben wir die Beine. Lex, Imperial Red. Und ehrlich gesagt können wir uns dann auch den Helm dazu kaufen. Den wir dann nicht haben. Gib mir so einen Imperial Red Helm. So, da. Red. So. Der Fleck ist gleich komplett. Gleich geht's los. So. Ah ja, das sieht okay aus. Der ist auch leicht genug. Also ich auch. Ich weiß nicht, warum ich da so dastehe, als hätte ich mir in die Hosen geschissen. So. Das wird seinen Grund haben. So, ich sehe ein bisschen komisch aus mit dem Gelb und dem Rot und dem Weiß. Das sieht aus, als hätte ich mir... Ja. So, wir ziehen uns natürlich das hier an und wir ziehen uns das hier an und wir werden uns davon auch noch ein paar kaufen. Damit sind wir aber jetzt erstmal komplett hier, was das betrifft. Wir können uns hier nochmal... Wir können uns hier nochmal ein paar Drinks einpacken. Das ist ja mein Backpack. Und eine Cola oder keine Ahnung, hier eine Fitz-Cola und dann so ein bisschen Burrito-Zeugs. Da werden wir uns aber auch noch was zu holen. Wir brauchen ja das Essen für meine armen Patienten, falls die darben. Oder für mich, dass ich da so lange rumhängen muss. Was ist das hier? Dass ich darbe. So, jetzt kann es bald losgehen. Und dann kommt wieder mein furchtbares Englisch, für das ich mich jetzt schon wieder entschuldige. Dann werde ich da unten wieder rumbrüllen. Und, was sehen wir da? Oh, ist das Crusader? Wie geil. Wir brauchen mal ganz kurz die Klinik. Where is the Klinik? Ich brauche nämlich Material. Es gibt definitiv hier eine Klinik auf der Station, das weiß ich. Ich weiß nur nicht, wo. Nehmen wir die da. So, was wir brauchen ist, damit wir auch wirklich als Doktor durchgehen, tonnenweise Nachfüllgedöns. Gib da mal her hier. Kann ich auf den Shop zugreifen? Greife ich gerade auf den zu. Aha, bei dem geht's. Okay. So, was wir brauchen, sind Medpens. Und zwar gleich mal eine Ladung voll. So. Und was wir außerdem noch brauchen, ist diese Nachfülldinger hier. Auch mal eine Ladung voll. Und was wir außerdem nicht brauchen, Lifeguard Medical Attachment brauchen wir nicht. Traktorstrahl haben wir schon. So, jetzt werden wir erstmal damit ausgerüstet, damit wir auch wirklich als Doktor durchgehen. Zieh deinen Helm wieder an, das sieht so furchtbar aus. Eins, zwei. So, jetzt die da noch. So und so. Also wenn ich damit nicht als Doktor durchgehe, weiß ich auch nicht. Hab auch keine Waffe hier, ist alles... Ich bin der Feldmedizinmann. Ja, geht alles. So, den Rest packen wir hier rein. So. Und jetzt als allerletzten Abschluss kaufen wir uns noch ein paar Nahrungsmittel. Kaufen wir uns ein paar Nahrungsmittel und dann machen wir uns auf nach Jumptown. Wo auch immer Jumptown ist, das weiß ich nämlich gar nicht dieses Mal. Das ist ja immer woanders. Und dann sage ich... Hallo, ich bin der Doktor, Proktor. Warte mal, was wollte ich mir kaufen? Nahrungsmittel. Wo kriege ich Nahrungsmittel her? Hier muss es irgendwo, es gibt immer irgendwo hier so eine Fressmeile. Hier Pizza. Da, da, da. Quick Buy. Hey. Store. Quick Buy. Was ist das eigentlich? Synergie. Nein. Ach. So. Und nochmal. Nochmal so ein paar so eine Dinger mitnehmen. Quick Buy.
Das Problem ist, er wackelt dann aber auch immer so hin und her, so wackel, wackel. Und dann wundert man sich, wo das Zeug hin ist. Na? Wie viel haben wir jetzt? Kann man hier auch was zu essen kaufen? Eine Pizza? Ne, komischerweise kann man hier nur... Eine Pizza kann man nicht kaufen, die ist wahrscheinlich nicht genießbar. So, mal gucken mal ganz kurz, wie viel haben wir jetzt zu essen und zu trinken? 4 davon, eine, das sind 5, sind 6. Das reicht aber im Zweifelsfall reicht das nicht, ne? Dann machen wir nochmal 7 und 8 hier, komm. Geht ja gleich los, Freunde. Weiß, ihr seid ungeduldig. Der durchschnittliche Zuschauer hat eine Aufmerksamkeitsspanne einer Küchenschabe und das ist nicht böse gemeint. Also gegenüber der Küchenschabe. Da wird nach 2 Minuten einfach weggeklickt, weil der Mistkerl da vorne im Video so viel erzählt. So, aber keine Sorge, das liegt an der Gesellschaft, nicht an euch. Ihr seid unschuldig. Es wird immer schlimmer, oder? Es wird immer schlimmer, ich sollte aufhören zu reden. So, haben wir alles? Ja, das Einzige, was wir jetzt noch tun, ist mal ganz kurz meinen Helm ausziehen und selber was zu mir nehmen. So. Weil ich habe da unten selber so ein bisschen Durst. Können wir das Zeug gleich mal an mir ausprobieren, ob das überhaupt was taugt. So, zeig. So, hat er gerade gesagt, ich soll meinen Müll wegräumen? Also das frischt in der Tat hier, wie gesagt, Hunger und Durst gleichermaßen auf. Das heißt... Na... Was ist jetzt passiert? Haust dir rein. Musst du nachher zwar schiffen wie ein Bär, aber naja. Also um damit Hunger aufzufüllen, ist in der Tat ein bisschen schwierig. Hast du nichts zu essen, Junge? Dann esse ich jetzt halt meine eigenen Vorräte. Nimm das. So. So, das müsste mich jetzt aber vollgehauen haben. Naja, so gut wie. Sollte reichen. So, wir ziehen uns unser Helmchen an, auf das wir der Lord sind. Eilen zu unserer... zur Schiffsrufeeinrichtung, keine Ahnung. Und holen die Cutlass Red raus. Welcome to the jungle. Warte mal, Cutlass Red ist wo aufgelistet? Drake, Cutlass Blue, Black, Red. Wieso nimmst du denn die Cutlass Red? Na, weil ich der Doktor bin. Herrschaftszeiten. So. Und damit ich wirklich absolut friedlich rüberkomme, damit ich also wirklich auch gar keine, noch nicht mal die Versuchung habe, ich habe keinerlei Wumsen dabei. Und damit ich wirklich absolut friedlich rüberkomme. Zack, raus mit den Waffen. So, warte mal, wo sind sie noch hier? Weapons, right, raus mit den Waffen. Raus mit den Waffen. Raus mit den Waffen. So, das Ding hat keine Waffen. Schlicht und ergreifend. Hier, speichern. Ist ja schon mal in einer Ambulanz mit einer schweren Gatling-Gun oben auf dem Dach gesehen? Ich nicht. Also, ohne Waffen. Wo ist mein da? So, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Jetzt hat mich das eine irritiert. Hangar 3. Der völlig unbewaffnete Doktor geht jetzt in seine völlig unbewaffnete Cutlass Red, fliegt nach Jump Point, wird erschossen und dann ist die Folge zu Ende. La 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 la. Noch mal einen letzten Blick auf mich werfen. Ja, sieht gut aus. Bisschen bunt, aber sieht gut aus. Hör auf damit. Meine Cutlass Red hat auch keine Bewaffnung mehr, hoffe ich. Wir werden es gleich sehen. Wo ist denn der Knöpel? Der Penöpel? Der?
So, da, badi, da, da. Tu. Ich freue mich immer auf Jump Town, das hat immer was. Gehst du auf? Was muss ich machen? Hallo? Seit wann muss man das manuell öffnen? So. Auf geht's. Ich sagte, auf geht's. Warum höre ich die Musik? Aber das Ding ist aus. Jetzt ist an. So. Erstmal Lichter an. Weil. So viel muss sein hier. So ein bisschen blink, blink. Einfahren. Der Doktor von Jump Town kommt. Ah, ein schöner Morgen. Über Crusader, keine Ahnung, es ist eher kein Morgen, es ist eher ein Tag. So, wie ihr seht, keinerlei Waffen, ja. Ich kann klicken, so viel ich will. Da passiert nichts. Wir haben keine Waffen. So, ich fliege jetzt mal kurz ein bisschen in eine Richtung. Das ist alles nicht so wild. Wir gucken jetzt erstmal, wo Jump Town überhaupt ist. Ach, du ahnst es nicht. Okay, Jump Town ist ein bisschen weg. Dann haben wir aber auch genug Zeit hier bei Arkorb. Okay. Sollten wir uns da vielleicht verorten, ne? Ne, bei L1 ist bestimmt nicht. Ich fliege jetzt erstmal nach Arkorb. So, auf geht's. Kann natürlich ein bisschen dauern. In der Zwischenzeit machen wir Folgendes. Options, Keybindings, Maus, Joystick, HOTAS, Advanced Control, Voice over IP muss irgendwo da unten sein. Da habe ich doch bestimmt irgendwo ein Dings draufgelegt. Oder auch nicht. Enable Head Tracking, Repeater, Enable Voice Push to Talk. Oder hatte ich das irgendwo? Warte mal. Maus, Keyboard. Hatte ich das nicht irgendwo schon belegt? Push to Talk ist die Plus-Taste. Wunderbar auf dem. Auf der. Auf Dingens. Gut, damit kann man leben. Wir gucken mal kurz an hier. Mute Microphone, no. Microphone Volume ist okay. Voice over Volume. Enable Level Activated. Das machen wir nicht, sonst hören die Leute mich die ganze Zeit quasseln. Und den Rest können wir so lassen. Faceware haben wir nicht dran. So, das heißt, die Leute müssten mich hören, wenn ich das Plus drücke. Das gucken wir dann mal. Und weil ich euch jetzt natürlich nicht den kompletten Flug dahin zeigen möchte, weil das eine Weile dauern wird, würde ich sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich bei Jump Town angekommen bin. Keine Sorge, bevor ich da ankomme, werde ich die Aufnahme starten, damit ihr auch frisch seht, wie ich aus dem Himmel geblasen werde. Bis dann denn, euer Mr. Fleck.